Liebe Zuschauer, vielleicht geht es Ihnen ja auch so, wenn auf dem Bildschirm eine Spritze zu sehen ist, ja, dann zucke ich schon mal kurz zusammen. Irgendwie keine so schöne Vorstellung. Was sollen da aber Diabetiker sagen? Viele von ihnen müssen sich spritzen und zwar täglich und das mehrmals, um dafür gerüstet zu sein. Da gibt es dann spezielle Schulungen. So eine hat auch Monika Kastner in Hof besucht. Unser Beispiel diesmal im Gesundheitsratgeber. Deine Gesundheit. Die TVO-Inforeihe in Zusammenarbeit mit der UGHO, Unternehmung Gesundheit Hochfranken. Monika Kastner ist seit 18 Jahren Diabetikerin. Bei ihr handelt es sich um den Typ 2 Diabetes. Bis jetzt hat sie Tabletten nehmen müssen. Die Therapie reicht nun aber nicht mehr aus. Ihr Arzt, Dr. Mesut Stomas, entscheidet sich für die Insulintherapie. Heißt, die 67-Jährige muss sich ab sofort täglich Insulin spritzen. Insulin ist ein körpereigenes Hormon und wenn Ihnen dieses Hormon fehlt, dann passiert es, dass viel zu viel Zucker in der Blutbahn bleibt und nicht in die Zellen kommt, Energie geht verloren und das fehlende Insulin können sich spritzen und so ist der Körper wieder in der Lage, Zucker aus der Blutbahn in die Zelle zu befördern. So die medizinische Seite, für Monika Kastner ist aber eher die praktische entscheidend. Wie lebt es sich damit? Wie ist es, sich täglich zu spritzen? Wirkliche Angst hat die Schwarzenbacherin kaum, eher ein bisschen Respekt. Dann habe ich schon ein bisschen Angst gehabt, dass ich vielleicht mal in Unterzucker rutsche. Das war eigentlich mein Bedenken. Absolut nachvollziehbar, Unterzucker kann nämlich zu einer gefährlichen Bewusstlosigkeit führen. Dass es aber gar nicht so weit kommt, dafür gibt es spezielle Schulungen, quasi Insulinunterricht in Einzelgesprächen, aber auch in Gruppen. Die Patienten haben auch so ein bisschen Angst, dass sie so kleine Mediziner werden, ne? Und das fürchten sich manchmal irgendwie davor. Aber insgesamt zum Schluss einer Schulung sagen alle immer, ich bin froh, dass ich dabei war. Und vor allem ist auch sehr wichtig der Gruppeneffekt. Die Patienten sind in kleinen Gruppen, wo auch Patienten, die längere Erfahrung mit der Insulintherapie haben, auch den anderen, die weniger Erfahrung haben, gut helfen können. In etwa 10 Schulungseinheiten erfahren Diabetiker alles rund um ihre Krankheit. Wie sie ihre Essgewohnheiten darauf abstimmen, wie sie die Insulintherapie in ihren Alltag integrieren, den Blutzucker richtig messen und vor allem auch, wie sie den sogenannten Insulinpen zum einen richtig dosieren, zum anderen fehlerfrei ansetzen. Aber auch die psychologische Seite spielt eine Rolle. Die größten Ängste der Leute sind die Vorstellung vom Spritzen. Es ist nicht das Spritzen selber, sondern ich muss jetzt immer zu Hause sein beim Essen. Ich muss jetzt immer zum gleichen Zeitpunkt essen. Ich muss jetzt ausrechnen, was ich esse. Und das ist alles so viel Belastung für die Patienten am Anfang. Und diese Vorstellung, mit dieser Vorstellung kommen die und denken, jetzt ist mein Leben vorbei. Das ist es aber keinesfalls, ganz im Gegenteil. Die Therapie wird ans Leben angepasst, nicht umgekehrt. Eine Erfahrung, die auch Monika Kastner in den letzten Monaten gemacht hat. Sie zieht eine erfreuliche Bilanz, auch weil sie die Insulinschulung ernst genommen hat. Mehr Sicherheit, auf jeden Fall. Und neue Informationen, das man vorher überhaupt nicht gewusst hat. Na? Manchmal vielleicht auch falsch gewusst hat. Und das wird dann richtig gestellt und das ist schon klasse, das finde ich ganz toll. Ein Feedback, das auch Harald Stäblein ein bisschen stolz macht. Seit 20 Jahren ist er Diabetesberater. Er weiß, wer sich mit seiner Krankheit bewusst auseinandersetzt, lebt sorgenfrei und vor allem auch wesentlich gesünder. Deine Gesundheit. Die TVO-Inforeihe in Zusammenarbeit mit der UGHO, Unternehmung Gesundheit Hochfranken.